Das hier ist ein Adventskalender. Okay. Genau. Der hat 24 Türchen, hinter denen du tolle Überraschungen finden kannst. 24 Allerdings Kugeln kannst du das eher. Erste Türchen erst am 1. Dezember öffnen. Greift die CD jetzt wirklich auf das Datum von meinem PC? Und ich kann das nicht öffnen? Das geht leider noch nicht. Dann haben wir jetzt heute den 1. Dezember. Ja. Benjamin Blümchen hat da ein bisschen dazwischen gefuscht, liebe Zuschauer. Wir haben aber die technische Macke behoben. Es geht jetzt weiter und ich wünsche Ihnen für den Rest dieses Films gute Unterhaltung. Nicht was? Du musst dich leider noch ein wenig gedulden. Aber am 1. Dezember klappt es bestimmt. Wir haben den 1. Dezember hier. Vielleicht mal die Uhrzeit noch ändern. Hier 20.23 Uhr. So, und jetzt? Das geht leider noch nicht. Du kannst erst am 1. Dezember ein Türchen öffnen. Ach so, da kann man nur verlassen. Ich probiere noch mal ein bisschen rum. Ich habe jetzt herausgefunden, scheinbar muss ich aus diesem Baum raus sein, dann die Uhrzeit ändern und dann wieder in den Baum reingehen. Also ich muss hier in dem Titelscreen sein, dann da reingehen und dann die Uhrzeit ändern. Nein, warte. Ich muss hier im Titelbild sein, die Uhrzeit oder das Datum ändern, dann reingehen und dann wird es aktualisiert. Und ich habe noch herausgefunden, wenn ich jetzt direkt auf den 24. gehe, dann sagen sie sowas wie, also ich habe jetzt mal testweise den 2. Dezember gemacht, dann meinten sie, oh, heute darfst du zwei Türchen öffnen. Deswegen nehme ich an, wenn ich jetzt direkt auf den 24. gehe, dass ich dann alle 24 öffnen kann. Das probieren wir direkt aus. So, wie ihr schön sehen könnt, haben wir jetzt den 24. Dezember. Das ist so kompliziert. Im letzten Video ist meine Aufnahme einfach abgebrochen, weil ich versucht habe, das Datum zu ändern. Da hat nicht nur Open Broadcast herumgemotzt, sondern auch das Facecam-Aufnahmeprogramm und auch das Spiel. Und dann hat sich auch mein Computer aufgehangen und dann war Ende Gelände. Und jetzt habe ich die Aufnahme kurz gestoppt, habe alles eingestellt und jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Dein Adventskalender. Ja, ich bin doch sehr gespannt. Hallo, du kannst heute mehrere Türchen aufmachen. Findest du sie alle? Schön. Wir haben nämlich heute den 24. Dann kann ich ja alle öffnen. Dann würde ich aber sagen, ich starte kurz nochmal mein Facecam-Aufnahmeprogramm und dann geht's weiter mit dieser Folge. Okay, ich habe da jetzt irgendwelche größeren Probleme. Das klappt nämlich überhaupt nicht und ich weiß nicht warum. Deswegen würde ich einfach sagen, ich öffne jetzt die Türchen alle 24 hinter... Soll ich die hintereinander oder durcheinander öffnen? Ich weiß nicht. Ich mache die schön hintereinander auf, damit die etwas geordneteren Personen unter euch keine Krise bekommen. Und dann starte ich einfach nochmal die Aufnahme neu und beziehungsweise starte den PC neu und schaue, an was es liegt, dass mein Face-Aufnahmeprogramm nicht mehr funktioniert. Ein Bratapfel. Schön. Okay. Und sonst nichts? Schön, schön. Ich bin mal gespannt, was unter der 3 ist. Wo ist denn die Nummer 3? Einfach ein Saxophon spielender Affe. Genial. Okay, Kasperle. Versteh das einer, wer will. Ich verstehe das nicht. Vor allem weiß ich nicht, was das mit Weihnachten zu tun hat. Okay, eine Maus, ja. Okay, die war schon ganz süß, aber jetzt der 6., das ist doch Nikolaus. Wo ist denn der 6.? Da muss doch was ganz Besonderes dabei sein, da unten. Ein Geist, das war richtig gruselig. Aber da gehen wir direkt zur 7.
Also die Affen, die haben ja ein richtiges Orchester hier. Also Saxophon, Trompete, jetzt brauchen wir noch eine Posaune und eine Klarinette. Dann haben wir doch alles zusammen. Hier die Nummer 8. Hallo. Schön, schön, schön. Aber so besonders sind die Sachen dann doch nicht, dass ich wird das komplett aufgegessen? Ach, schön. Ah, so satisfying. Schön, schön, schön. Wo ist denn die Nummer 10 da oben? Ey, das brezelt aber in den Ohren. Irgendwie ist das alles sehr laut gerade. Obwohl ich den Ton schon runtergedreht habe. So, die 11. Hier unten. Ein Nacknack. Och, wie süß. Oder das war ein Paradiesvogel. Das war kein Nacknack. Die 12. Aha. Streicher. Also in dem Orchester gibt es also auch Streicher. Gut zu wissen. Die 13. Die Unglückszahl. Ja, klar. Natürlich muss da ein Geist auftauchen. Oh, eine Wunderkerze. Eine richtig schöne Wunderkerze. Hat zwar ihm in die Augen reingebrezelt wie blöd, aber ja, nimmt man auch mal hin für eine geile Wunderkerze. Oh, ein Mini... Oh, Baby-Pinguin, Mini-Nack-Nack. Und aha, wie süß. Ich hatte auch mal so richtig riesige Wunderkerzen. Also die waren so ein... War das ein Meter? Das war bestimmt ein Meter lang. Die haben richtig... Also anzuzünden war die Hölle. Aber wenn die einmal gebrannt haben, boah, das hat richtig geil ausgesehen. Ich sag ja, da sind immer mehr. Also die haben ein ganzes Orchester. So, dann sind wir schon bei der 17. Ist der 17. der... Warte mal, dann muss ich jetzt mal im Kalender schauen. Ist der 17.? Ist der 17. der... Nein, der 18. ist der 4. Advent. Warte, da waren... Ja gut, im Grunde stimmt's ja. Drei Kerzen. Auch wenn der 18. der 4. Advent ist. Also jetzt bin ich ganz enttäuscht, wenn jetzt beim 18. keine 4 Kerzen auftauchen. Wo ist denn die 18? Ach, ein süßer kleiner Hase. Schön, schön, schön. Und die Nummer 19. Es nähert sich alles der 24 an. Okay, der Weihnachtsmann ist also on his way. Und ich hoffe doch, der kommt dann auch am 24. vorbei. Also da muss richtig die Hütte brennen, wenn jetzt der... Ich auf die 24 klicke. So schön, wie die ganzen Einspieler da jetzt waren. Also, bin ich echt mal gespannt. Oh nein! Der Schneemann, er schmilzt. Jetzt schon. Was war denn das für eine Lache? Die will ich noch mal. Aber jetzt zur 24. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wobei ich auch am Überlegen bin, ob ich mir das für die letzte Folge aufhebe. Ich gucke mir das jetzt an und schneide das ans Ende der letzten Folge. Das wäre so ein schöner kleiner Cliffhanger, ihr Schlawiner. Ha. Ich glaube, das mache ich genauso. Nachdem wir jetzt das Rätsel zu dem Adventskalender endlich gelöst haben, können wir uns auch um die anderen Sachen kümmern? Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Schlittenfahren, weil das ist doch immer super spaßig und hat etwas mit Winter zu tun und nicht speziell mit Weihnachten. Vielleicht findest du hier etwas, das ich übersehen habe. Ja, vielleicht finde ich da etwas. Hallo, komm, spiel mit uns. Warum war der Baum jetzt auf einmal ohne? Okay. Benjamin und Otto auf einem. Hallo? Kann ich denn? Okay, ich weiß nicht, was der und. Also, hier komme ich wahrscheinlich wieder zurück. Das ist keine Ahnung und das sind die Einstellungen. Dann probieren wir doch einfach mal das hier.
Wenn du hier klickst, fährt der Schlitten nicht ganz so schnell. Ah, und da drüben ist er dann richtig. Das ist gut zum Üben, oder Benjamin? Stimmt, richtig genau. Schnell. Na, dann probieren wir es doch einfach mal aus mit einem schön langsamen. Ein neues Spiel. Wir erklären dir jetzt, wie du den Schlitten lenken kannst. Die Maus ist falsch. Finde auf deiner Tastatur eine Taste, die so aussieht wie die hier auf dem Bildschirm. Oh, das ist mit nicht mit WASD. Oh Gott. Tada! Toll! Okay. Und jetzt lass den Schlitten nach rechts fahren. Die Taste, die wir suchen, sieht genauso aus wie hier auf deinem Bildschirm. Günther! Also ich hab die schon gedrückt. Jetzt können wir zusammen Schlitten fahren. Klicke auf die Startfahne. Wo ist denn die Startfahne? Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Und wir müssen da echt aufpassen, dass wir über nichts drüber fahren oder einen Stein oder Stock, weil das kann richtig böse ausgehen. Ich erinnere mich noch an mich selbst. Ich bin nämlich einmal, bin ja auf dem Dorf aufgewachsen. Als kleines Kind sind wir dann Schlitten fahren gegangen. Wir waren eine kleine Gruppe von 6, 7 Leuten. Und ich bin, glaube ich, mit jemandem mitgefahren und dann den Abhang schön runtergeheizt. Da war ich da schon in der Grundschule oder war ich da noch im Kindergarten? Ich weiß es nicht mehr. Also wenn, dann erste Klasse. Ich glaube, aber es war noch in Kindergartenzeiten. Und dann war da eine Stelle, die war nicht so, entweder war da ein großer Stein, ich weiß es nicht mehr, oder da war kein Schnee und da hat der, der Schlitten abrupt gebremst und ich bin natürlich vorne übergeflogen und habe mir schön eine schöne Narbe an meiner Lippe zugezogen. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr viel von dem Tag, aber ich weiß, dass ich da auf dem Schlitten saß, der abrupt gebremst hat, ich nach vorne geflogen bin und dann irgendwie wieder heimkam. Das weiß ich aber gar nicht mehr so ganz. Und ich weiß, dass ich dann lange Zeit immer mit dem Strohhalm irgendwie ernährt wurde, weil das halt ziemlich wehgetan hat. Und wie will man einem kleinen Kind erklären, du musst da einfach nur vorsichtig sein? Ja, da muss man echt aufpassen. Jetzt geht's und gleich los. Los. Juhu! Geht's! Erstmal rüber. Oh, das. Okay, das ist sehr eng hier, aber es reagiert. Also nicht schwammig, es reagiert direkt auf meine Eingaben. Und was ist das für eine krasse Rodelbahn mit so viel Schneehaufen, so viel Bäumen und so viel. Also, wer hat denn die Zeit, so viele Schneemänner zu bauen? Kann man da nicht auch in der Mitte durchfahren? Also, was passiert, wenn ich da... Ah nein, da stehen auch Sachen in der Mitte, okay. Was passiert da eigentlich, wenn ich gegen etwas fahre? Muss ich dann wieder von vorne anfangen? Ich würde das einfach mal ausprobieren nachher, wenn ich nochmal den Modus probiere, wenn ich schneller fahre. Diese Mütze von Benjamin sieht aus wie so eine kleine Schlafmütze. Das sieht so süß aus. Also ich denke, bei einer Minute sollte Schluss sein, oder? Oh nein, immer noch. Fahre ich vielleicht so lange, bis ich in irgendwas reinrassle? Oder was ist mein Ziel? Wie lange geht das Spiel? Also ich finde es ja gut, dass erklärt wird, wie dieses Spiel funktioniert, weil ich hatte ja auch schon Epic Let's Plays, da wurde überhaupt nichts erklärt. Also klar, sowas, das ist intuitiv, wie dieses Spiel funktioniert, aber trotzdem wurde es erklärt und das finde ich sehr gut, aber ja, bei so einem intuitiven Spiel, gut, wobei, ich hätte jetzt mit WASD gesteuert oder zumindest versucht zu steuern und das geht gar nicht? Nee, probier gerade mit WASD, funktioniert überhaupt nicht. Okay, 1 Minute 51, was ist denn das für eine... Das hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Komische Zahl. Jetzt würde ich mir, vielleicht ist das einfach nur eine vordefinierte lange Strecke und es kommt dann, wenn ich irgendwo gegengefahren wäre, hätte ich mehr Zeit gebraucht. Wenn du hier klickst, fährt der Schlitten ganz schön schnell. Ja, schön auf der schwarzen Piste unterwegs. Das macht Spaß. Ja, mal abwarten. Au ja, ein neues Rennen. Ja. Und los. Geht die wilde Kiste. Jetzt sieht aus, als wäre die
Es sieht so aus. Juhu! Oh, ist das kalt! Eieiei. Was passiert bei dem Schneemann? So viel Schnee. Okay, und was passiert bei dem Haufen? Schon wieder. Okay, den Baum entschneen wir, den Schneemann machen wir kaputt und den Haufen, den zerstören wir einfach nur. Ey, das ist ja aber wirklich... Schnell, weiter. Schnell, weiter. Also es ist einfach nur zeitintensiv, aber ich glaube, die Strecke ist vorgegeben. Aber mal schauen, ob ich das hinbekomme. Links, rechts, links, rechts. Oh Gott. Da hätte ich eher links vorbei sollen. Das ist aber wirklich super schnell hier. Miau. Wie ein Bob. Rennbob? Bobfahrer? Ich weiß gar nicht. Rennbob? Wie heißen die Dinger? Eisbock? Na, Eisbob? Nee, Bobfahrer. Oh, ich bin... Und hab trotzdem so eine gute Zeit? Krass. Das hat Spaß gemacht. Find ich auch. Ja, find ich auch. Ja, schön. Und jetzt? Na gut, dann gehen wir doch jetzt wieder zurück zu unserem Adventskalender. Und genießen ein wenig diese schöne Melodie. Ja. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal, was gab es denn hier? Hier gab es doch den Laden. Es gab irgendwie die Bäckerei, den Adventskalender und irgendwas gab es doch hier noch. Also das Rudeln. Es gab doch eins, zwei. Ah, die Geschenke, oder? Finde heraus, was hier passiert. Machen wir jetzt den Laden oder die Geschenke? Ich glaube, ich gehe mal zu den Geschenken. Dem Weihnachtsmann. Ja, jetzt helfen wir dem Weihnachtsmann. Obwohl, das. Warum helfen wir jetzt schon dem Weihnachtsmann? Naja. Hallo. Hallo. Guck mal, der Weihnachtsmann. Ja, er braucht deine Hilfe, um seine Geschenke in die Schornsteine zu werfen. Und wie geht das? Findest du eine Taste auf deiner Tastatur, die so aussieht? Ja, Leertaste. Aber jetzt ist die Maus wieder richtig rum, verstehe ich nicht. Klasse! Drücke nochmal auf die Taste und schau genau hin, was der Weihnachtsmann macht, ja? Super! Jetzt kann es losgehen. Okay, der wirft einfach das Geschenk. Klicke einfach auf diesen Knopf hier. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, los geht's. Jetzt müssen wir gucken, dass wir immer... Ach, der wirft es hinten raus. Ei, super. Warte mal. Ich werfe einfach die Bomben ab. Oh, schade. Gut, dann werfen wir jetzt einfach mal ganz viele Geschenke ab. Niu! Vielleicht treffen wir ja. Super! Ja, wir haben zweimal getroffen. Ah, beim nächsten Mal dann. Drei Geschenke habe ich schon getroffen. Und das vierte Geschenk ist incoming. Spitze. Ja! Toll. Und das auch! Ich glaube, ich habe alle. Super! Ah nein, ich muss jetzt einfach nur, bis ich 10 Geschenke eingeworfen habe, hier Geschenke rauswerfen. Wie Bomben. Hä? Nicht 10, sondern noch mehr? So. Toll! So, nochmal. Klasse! Und hier hinten. Komm, ja, triff, triff. Ah, schade. Ganz viele, ganz viele, ganz viele, ganz viele. Vielleicht, ich weiß nicht, was die beste Strategie ist. Das scheinbar nicht. Da verwerfe ich so viel Geschenke. Ah, Mist. Schade. Aber das ist echt... schwierig zu treffen, weil das nicht exakt am Ende ist, sondern irgendwo dazwischen, hier Spitze. Und da. Was? Und da, noch eins. Komm, bitte, toll. Bitte triff. Jawohl. Uiuiui, dieses Spiel ist nicht so einfach, wie es aussieht. Super. Und? Nice. Das war eine absolute Spitzenleistung.
Alle Kinder werden sich freuen, wenn sie aufwachen. Bis zum nächsten Mal. Und ein verbranntes Geschenk vorfinden. Aber ich dachte, der Weihnachtsmann kraxelt in den Kamin hinein und isst dann die ganzen Kekse auf und trinkt die Milch und ist deswegen auch so gut gebaut. Wer weiß, das ist halt ein moderner Weihnachtsmann scheinbar. Und dem ist es auch nicht zu teuer, tausende Geschenke auf die Straße zu werfen, nur damit 18 in die Kamine fallen? Ich wette mit euch, man hätte, wenn man das richtig perfekt macht, hier alles voll machen können. Ich habe jetzt keine Lust, das auszuprobieren, aber vielleicht habt ihr das Spiel ja und könnt das mal ausprobieren. Wäre schon interessant zu wissen. Ja, dann gehen wir doch mal zurück zu unserem Adventskalender. Also in die Stadtmitte, eher gesagt. Gut, dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, haut rein, habt noch einen schönen Abend und die anderen drei Sachen schauen wir uns dann in der dritten Folge von Benjamin, Blümchen, Weihnachtsfest, wie heißt? Weihnachtszeit an. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Cheerio!